Athlet im Bodytech Team Berlin, Marc Fischer. Heute auch in der Sportschule Reichenbach. Marc hat mir verraten, dass er dieses Jahr mal eine Wettkampfpause macht. Ist also ein kleiner Marathonathlet. Wie viele Wettkämpfe hast du hintereinander gemacht? Also ich bin seit 2005 jedes Jahr gestartet, 2005 im Frühjahr, 2006 einmal im Herbst und dann jede Frühjahrssaison bis einschließlich letztes Jahr. Ich kriege deine Erfolge nicht alle auf die Reihe. Sag mal kurz was zu deinen Platzierungen. Platzierung 2005 hatte ich hier im ersten Jahr nur die Berliner mitgemacht, Newcomer-Meisterschaft oder Newcomer-Klasse, den vierten Platz, Männerklasse den fünften Platz und dann in 2006 im Herbst hatte ich dann in Thüringen den ersten Platz gemacht, Berlin den zweiten und dann hatte ich mich noch auf der deutschen versucht, aber war dann nur der elfte Platz gewesen. Naja, nur. Ja. Und im Frühjahr 2007 bin ich dann auch gleich wieder gestartet. Da hatte ich dann wieder in Berlin einen zweiten gemacht, in Hamburg einen zweiten Platz. Ja, und dann ging es halt so weiter. Beste Ergebnis war jetzt hier in 2008 bei der Deutschen Meisterschaft der vierte Platz. Dann letztes Jahr der fünfte Platz auf der Deutschen. Und 2010 hatte ich hier einmal Berliner Meisterschaft gewonnen. Wie gesagt, dieses Jahr Wettkampfpause. Deine Freundin ist dran, Melanie Roller. Genau. Was hat sie sich vorgenommen für dieses Jahr? Dieses Jahr hat sie sich vorgenommen, bei der FIBO, beim Bikini Cup mitzumachen. Muss halt nur gucken, ob sie da angenommen wird. Und ansonsten die Hamburger Meisterschaft, Berliner Meisterschaft und wenn es geht, die Deutsche Meisterschaft. Wie seid ihr, wie bist du ans Bodytech Team Berlin gegangen? Wie hast du René kennengelernt? Also René kenne ich schon eine ganze Weile, Ronny auch. Und stand immer mal im Raum, dass man so ein Athletenteam aufstellt. Und ersten Gespräche waren 2010 und schlussendlich hatten sie mich letztes Jahr nach der Berliner Meisterschaft angesprochen. Und dann bin ich auch im Sommer ins Team gekommen. Ja, ich denke mal, wir machen mit euch gerne nochmal was privat. Wie wir es mit Carsten Ramona auch gemacht haben, würde ich gerne mal zu besuchen, nochmal ein kleines Interview auch mit Melanie machen, beim Training mal begleiten. Ganz kurz zum Abschluss, was sind deine Lieblingsprodukte von Bodytech? Meine Lieblingsprodukte sind eigentlich Glutamin, BCAA-Pulver und das ist das, was ich eigentlich relativ viel nehme. Und dann natürlich zwischendurch ab und zu mal Whey-Protein. Okay, super. Wir sehen mehr von Marc und Melanie versprochen. Auch demnächst noch, wahrscheinlich vor der FIBO, wenn wir einen Termin finden. Ich freue mich drauf. Danke, dass du heute da warst und wir sehen uns gleich unten noch. Ja, weiter geht's. Gleich den nächsten von der Bank gezerrt. Wir haben Micha. Micha bereitet sich auch vor. Welche Klasse startest du? Männer 3. Männer 3, du bist schon gestartet. Wann? Ja, vor 2 Jahren circa auch Männer 3 und Junioren. Bei Männer 3 habe ich den 5. Platz gemacht und Junioren auch, glaube ich, auch den 5. Genau. Auf der Berliner? Berliner, genau, nur Berliner, genau. Als Deutscher hast du nicht mehr gemacht? Okay. War auch das erste Mal. Einfach das Feeling mal kennenlernen und die Umgebung und das war super und deswegen den Sport weitermachen. Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Ja, für dieses Jahr nimmt man sich ja eigentlich immer vor zu gewinnen auf der Berliner, ja. Aber man muss auch realistisch sein, man kann ja nie vorher genau sagen, man weiß nicht, wer kommt, wie ist es zum Schluss, ist alles relativ große Mathematik, sage ich mal. Und da wird es an dem Tag dann entscheiden, wie und was endet das. Okay, auf der Deutschen? Ist immer das Ziel gewinnen. Gewinnen. Erst recht mit dem Team, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man, wie gesagt, mal gucken, was zum Schluss übrig bleibt. Ja. Fakt ist, nächstes Jahr will ich nochmal starten und da weiß ich dann, dass ich gewinne. Du hast das Team angesprochen. Wie bist du an René, beziehungsweise wie bist du ins Team gekommen? Na, erstmal hat man sich, man wusste gar nicht, dass es überhaupt so ein Team gibt. Ja, man hat die Produkte ab und zu mal gekauft und dann erst übers Internet und dann ist man da in die Läden gekommen. Dann über einen Freund, der mir René vorgestellt hat und dann
hieß es auf einmal, ja, zieh mal das T-Shirt an. So, und dann hatte man das T-Shirt an und dann hieß es, wollen wir nicht? Und dann sagt man ja. Und seitdem arbeiten wir nur zusammen. Okay, nicht nur T-Shirt an, du hast wahrscheinlich auch schon mal das eine oder andere, die Eiweißdose aufgemacht. Mal sag mal ganz kurz, welche Produkte benutzt du vor dem Training, nach dem Training? Worauf schwörst du? Also besonders schwöre ich auf die Booster. Ja? Also die finde ich persönlich sind, wenn man mal einen Trainingstag hat, wo man wirklich mehr Motivation braucht, dann nimmt man die und also die sind einfach super. Ja. Was genau? Chaotic von genau, Efix, ja. Genau, der ist absolut gut, ja. Also als ich das erste Mal genommen habe, musste ich auch ein bisschen, der war mir relativ stark, ja. Und ja, die Whey-Eiweiße, ja, wunderbar, auch vom Geschmack her. Mittlerweile habe ich auch so gemacht, dass wir dann fürs Team ab und zu mal so eine Eiweißriegel daraus machen, mit Quark und Haferflocken und dann das Eiweiß da rein. Top. Also für die Massephase und für Vorbereitung ist das super. Besser geht's gar nicht. Ja. Und was auch ganz gut kommt, ist die Schoko-Eiweißsorten, weil die einen erinnern an so Carbafit. Ja, man denkt immer, man trinkt so eine Schokomilch. Ja. Weil bei vielen anderen hast du immer so einen chemischen Nachgeschmack. Und das haben wir eben, also ist mir da noch nicht aufgefallen. Ja. Und das ist ja super. Und mein Leibstein ist abends dann immer der Pudding. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt darf ich nicht mehr, aber dann später nach den Wettkämpfen ist der Pudding wieder auf jeden Fall da. Ja. Mit Zusammenhang mit den Pancakes. Aber die muss ich mal mit meiner Freundin teilen. Okay. Kleiner Tipp, hol dir das Casein und rühr das als Pudding. Mega geil, hast 2 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Okay. Habe ich bis ganz kurz vom Wettkampf auch noch gemacht. Geht alles, ist ja, wirklich super und ist ein geiler Ersatz. Das habe ich auch zu Hause als Cookie. Ja. Aber dann mache ich immer ein bisschen, weil trinken geht immer schneller als essen. Ja. Aber man kann ausprobieren. Ja. Bisschen weniger Wasser nehmen als Pudding rühren. Mega geil. Das stimmt. Gut, ich will dich nicht länger aufhalten. Ja. Wir sehen uns gleich noch beim Training. Genau. Gib Gas, viel Glück und wir sind in Berlin dabei. Wenn du gewinnst, ziehen wir dich an den Ohren gleich vor die Kamera. Danke, hoffe ich. Bis gleich. Okay, ciao. Bekanntesten Athleten aus dem Bodytech Berlin-Team, Sascha Zahlmann, Juniorenweltmeister beim NAC damals geworden. Letzte Saison nicht ganz so gut gelaufen für dich. Erzähl mal, was war los? Ja, ich hatte mich leider in der Verletzung zugezogen. Das war direkt nach Gera, als ich den Gesamtsieg gemacht habe. Und habe ich mir leider eine Schulter verletzt, sodass ich halt Deutsche kaum mehr möglich war, halt mitzumachen. Erste Runde hatte ich halt mitgemacht am Vormittag. Die Schmerzen waren halt so extrem, dass es dann nicht mehr weiterging. Und du musst auch direkt dann auch in Bochum operiert werden. Ja, wie gesagt, und jetzt bin ich wieder fit. Lange noch im Krankenhaus. Wieder ein paar Kilo zugelegt. Und mein Ziel ist dann wieder, im Herbst dann wieder durchzustarten und nochmal neu anzugreifen. Okay, Herbst dann wieder Landesmeisterschaft und Deutsche. Richtig. Darüber hinaus was vorgenommen? Und das sind erstmal meine ersten Ziele. Auf jeden Fall, was dann passiert, werden wir dann sehen. Ja, jetzt ist ja erstmal nächsten Monat auch die FIBO. Erstmal wieder in Köln seit langem und da werde ich dann auch auf jeden Fall auch am Start sein. Und wie gesagt, und danach ist dann auch schon Vorbereitung dann für den Herbst dann auf jeden Fall. Ne? Genau. Wie bist du zu Bodytech Berlin gekommen? Wie bist du an René gekommen? René gekommen war durch seine Frau, die hat mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mich mal mit René zu unterhalten. Da ja auch Leute halt vorbereitet und ich hatte keinen direkten Vorbereiter, sonst haben wir alles alleine gemacht. Ja, und ich war halt auch neu hier in Berlin. Und dann bin ich einfach mal reingegangen in den Shop zu Body Attack. Und ja, hat eigentlich von dann auch super gepasst, haben uns nett unterhalten und ja, haben das dann auch direkt dann durchgezogen dann auch. Ne? Also ich war super zufrieden, ich konnte immer zu jeder Zeit mich bei ihm melden. Da bin ich gefragt, wenn ich Sorgen hatte oder irgendwas nicht so funktioniert hat. Oder wenn man ein bisschen unsicher ist oder so, war mal für mich da und hoffe ich natürlich, dass es im neuen Jahr bzw. dieses Jahr auch wieder einigermaßen hinhaut, dass wir wieder gut zusammenarbeiten auch
und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können als letztes Jahr. Wäre natürlich super. Dass wir ein bisschen mehr Glück haben, nicht mehr die Verletzungen mir dann zuziehen. Ja, ja, mit dem richtigen Paket, trocken bist du immer. Schon das ein oder andere Mal gesehen, dass der Sascha so ein bisschen trockener war als alle anderen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück, dass du verletzungsfrei bleibst. Ja, sag nochmal ganz schnell, was sind deine Lieblingsprodukte von BodyAttack? Von BodyAttack meine Lieblingsprodukte sind das Protein 90. Ja, das habe ich eigentlich immer durchgehend. Nehme ich das immer als Mahlzeitenersatz vor und nach dem Training. Und das vor dem Schlafen und am besten noch Lemon-Quark. Okay, soviel zu Sascha. Wir werden Sascha auch im Auge behalten. Auf der FIBO mit Sicherheit nochmal mit ihm sprechen. Auf der FIBO wird er bestimmt auch nochmal sein Shirt lüften. Gehe ich mal von aus. Und ja, dann erstmal weiter. Viel Spaß im Training. Wir sehen uns gleich noch. Ja, vielen Dank. Ne? Alles klar. Bis gleich. Ciao, ne? Mit Ricardo, Juniorenathlet in der Vorbereitung. Ricardo, du bist schon zweimal gestartet. Genau. Lass mal ein bisschen Revue passieren. Ja, also 2011 bin ich hier in der Berliner Meisterschaft gestartet, mit dem Ziel eigentlich erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich hatte auch keinen Trainer oder so. Ich habe alles selber, ja, die Erfahrung halt gesammelt. Selbst mal meinen Körper mit der Diät ein bisschen zum ersten Mal frontiert, so konfrontiert. Und einfach mal mitmachen wollte ich. Und dadurch kam ich dann auch zu René. Mein Bruder war Trainer bei McFit. Und da trainiert auch halt René. Der hatte mich dann gesehen und meinte, ja, komm doch mal vorbei. Und ich würde mir den gerne mal angucken und würde den auch gerne umsonst vorbereiten. Und dann habe ich die Chance halt genutzt und bin nochmal zu ihm gegangen in seinen BodyAttack-Shop. Und er meinte dann auch gleich, ja, bereiten wir dich vor für die Meisterschaft 2012. Zuerst die Berliner Meisterschaft, habe ich den dritten Platz gemacht. Und dann ging es zur Deutschen, da habe ich das Finale erreicht und den sechsten Platz gemacht. Und ja, jetzt wieder die Offseason mit 110 Kilo angegangen. Und jetzt bin ich wieder auf 102 Kilo und mit dem Ziel auf jeden Fall diesmal die Berliner Meisterschaft zu gewinnen. Und auf jeden Fall unter den Top 3 bei der Deutschen diesmal zu starten. Was hast du bei deinem ersten Wettkampf ohne René, welche Platzierung hast du da gemacht, 2011? Ja, da sind nur zwei gestartet, wurde ich Zweiter. Ja. Also ist doch schon von Vorteil, wenn man jemanden hat, der ein bisschen Fall. Erfahrung hat, ein bisschen Ahnung hat. Ich habe mir dann einen Ernährungsplan gemacht, Trainingsplan, Supplemente halt empfohlen vom BodyAttack. Gibt es ja verschiedene Fatburner, alles Mögliche. Macht natürlich alles viel leichter. Mhm. Welche Produkte nimmst du von BodyAttack? So, was ist dein Standardprodukt? Also als Pre-Workout nehme ich zurzeit AminoShock. Als Fatburner nehme ich Lipo 100. Und ja, Whey auf jeden Fall. Whey-Protein. Immer verschiedene Geschmacksrichtungen. Am meisten schmeckt mir Kirsche. Und ja, das sind so die Standarddinger. Zink auf jeden Fall. Und ja, das ist so. Hast du noch, weiß nicht, nimmst du Casein, nimmst du das Power Protein 90 oder nur Whey? Ja, Whey, also immer gleich zum Frühstück morgens und dann einen Shake nach dem Training und Casein dann halt vorm Schlafen gehen noch. Wie viel Eiweiß hast du jetzt in der Vorbereitung? Ich bin bei 400 Gramm ungefähr. Mach meine Diät so, dass ich halt langsam mit den Kohlenhydraten runtergehe und ja, zum Schluss dann halt ganz gering nur noch die Carbs halte und Protein immer schön hochhalten. Okay, wir sind gespannt, was wir noch hören von dir. Wir sind wahrscheinlich auch auf der Berliner Meisterschaft, eventuell auf der Deutschen Meisterschaft dabei. Das heißt, wenn du gewonnen hast, kriegst du direkt ein Mikro vor die Nase. Erstmal viel Glück beim Training. Durchhalten, nicht verletzen. Und jetzt sehen wir uns gleich drüben und dann halte ich dir nochmal die Kamera vors Gesicht, wenn du verzerrt auf der Bank liegst. Was trainierst du heute? Arme ist heute. Ja, sehr schön. Okay, dann bis gleich. Alles klar. Danke.